Mann, was ist wieder mein Channel ohne Infovideos? Hallo Ladies and Gentlemen und herzlich willkommen zu einem weiteren Infovideo. Ich bin's, euer Sparrix, und ich habe ein bisschen was zu erzählen. Vorweg, ja, es ist schon eine ganze Zeit lang her, dass ich mein letztes Video rauskam. Das war ja Spiele aus eurer Kindheit. Dieses Thema wird nicht vergessen, keine Angst. Ich arbeite da noch ein bisschen dran. Es ist ein bisschen schwieriger, weil ich da zum Skript schreibe und alles. Und ein bisschen wirklich in meinen Kindheitsgedanken wühlen muss, was ich denn so gespielt habe und dazu benötige ich halt ein bisschen Zeit. Ja. Gut, ich hatte jetzt einen Monat Pause von YouTube, wäre Zeit genug gewesen, aber ich bin eine kleine faule Socke und habe lieber andersweilig Spiele gespielt. Ja. So, andere Sache, ich hatte ja vorgehabt, Kingdom Hearts die Reihe zu beenden, bevor Kingdom Hearts 3 rauskommt. Das hat ja super funktioniert. Übrigens war Kingdom Hearts 3 auch einer dieser Gründe, warum ich keine Videos gemacht habe. Mein Gott. Dasselbe gilt auch für Devil May Cry. Trotzdem werde ich das mit Devil May Cry 5, mit Devil May Cry 5 sag ich schon, mit der Devil May Cry Reihe weitermachen. Weil ich besitze Devil May Cry 5 im Moment noch nicht und ich warte halt ein bisschen, bis wahrscheinlich ein bisschen billiger ist. Und bis dahin habe ich ja bisschen Zeit, um quasi mein Best-of von Devil May Cry 1 bis hin zum Reboot zu machen. So, und da komme ich auch zum anderen Thema, und zwar mit meiner Elgato, mit meinem Game Capture Ding, weil es will einfach irgendwie nicht. Und ja, ich habe wirklich alles versucht, ich habe auch gegoogelt, wie es blöden. Wahrscheinlich ist die Lösung so einfach, wie es nun geht, aber die Elgato oder mein Rechner möchte halt da einfach kein Signal von der PS4 haben. Aber das soll mich jetzt auch nicht davon aufhalten oder abhalten, gewisse Footage zu capturen. Weil es gibt ja die Möglichkeit, das Bild von der PS4 auf dem Rechner zu streamen und dann werde ich das Ganze halt darüber aufnehmen. Es wird wahrscheinlich ein kleiner Qualitätsverlust, aber ich denke, im Groben und Ganzen wird das Ganze schon irgendwie funktionieren. Ja, weil ich glaube, ja doch, mein Titanfall-Video, was ich mal gemacht hatte, das hatte das, dieses Streaming-Dings hier gehabt. Hat eigentlich relativ gut funktioniert. Dann werde ich das besahen, bis ich irgendwie entweder mal eine neue Elgato habe oder so, weiter so machen. Leider kann ich dann halt keine PS3-Titel aufnehmen, ne? Also sorry für alle, die sich auf Sonic 06 gefreut haben. ja, dann eine andere Sache. Ich habe mal vor, wieder ein neues Format zu starten und ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze nenne, weil es ist ein bisschen schwieriger, und zwar ist es ein Videospiel-Liebesgeständnis oder warum ich ausgerechnet dieses Spiel liebe. Das ist dann, ich suche mir ein Spiel raus, erzähle darüber und möchte euch nahelegen, warum ausgerechnet dieses Spiel so großartig ist oder warum ich das so geil finde. Und es ist dann quasi, ja, irgendwo vielleicht eine Review, und eigentlich ist es ist eine Videospielempfehlung, aber halt mit so ein bisschen, ne, ich liebe dieses Spiel, weil. Und da werde ich halt ein bisschen was machen und dann werde ich halt auch quasi gleich jetzt im Anschluss von diesem Infovideo werde ich dann mal die Pilotfolge aufnehmen und sollte das Ganze, ne, solltet ihr das Ganze mögen, werde ich das dann weiterführen. Wenn nicht, dann lasse ich es sein. Dann behalte ich das Ganze für mich. Und ja, das war's. So, und wo ihr das Infovideo jetzt seht, ich bin dann mal wieder back. Ne? Ich bin mal wieder back in Biz. Und werde schauen, dass ich jetzt auch mal ein bisschen mehr Content liefere. So. Okay, ja, dann mache ich mich jetzt an das andere Video. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und ja, dann bis demnächst, ne? Also bis dahin, euer Sparrix. Tschüss, ciao und Tulu. Meine Haare. Es werden immer weniger. Meine Haare. So geil. Ciao.